Ja, mein Name ist Derek. Was kann ich für Sie tun? Mein Gott, mit wie vielen Leuten muss ich denn noch reden? Ich habe doch schon alles gesagt. Ich will nicht, dass jemand ermordet wird, dass man dem Bescheid sagen soll. Der Name ist Howald, Brunnenweg 12. Wenn Sie jetzt fragen wollen, wer ich bin, mein Name sage ich Ihnen nicht. Unternehmen Sie was, sonst stirbt der Mann, aber vielleicht ist er auch schon tot. Howald? Mein Name ist Derek. Mit wem spreche ich bitte? Sie sprechen mit Frau Howald. Ihr Name sagt mir nichts. Das verstehe ich sehr gut. Ich bin bei der Kriminalpolizei. Kann ich Herrn Howald sprechen? Mein Mann ist in seinem Büro. Was will die Kriminalpolizei von ihm? Naja, wir haben da so einen merkwürdigen Anruf bekommen. Und wie kann ich denn Ihren Mann erreichen? Systeme, guten Tag. Moment, ja, ich verbinde. Kriminalpolizei. Ja, hallo? Konstantin Howald hier? Ja, mein Name ist der Kriminalpolizei. Wir haben da einen merkwürdigen Anruf erhalten von einer Frau, die ihren Namen nicht nennen wollte. Sie fordert uns auf, sie vor einem Mordanschlag zu warnen. Warnen? Wovor? Einem Mordanschlag? Gegen mich? Hören Sie mal, spreche ich wirklich mit der Kriminalpolizei? Ja, Sie können ja zurückrufen. Ich selbst habe den Anruf entgegengenommen. Den Anruf einer Frau, die was sagte? Ich soll ermordet werden? Ja, nur das. Keine weitere Erklärung. Fühlen Sie sich denn gefährdet? Fühlen Sie sich bedroht oder irgendwas? Nein, überhaupt nicht. Nehmen Sie den Anruf ernst? Ja, ich nehme jeden Anruf ernst. Schon um keine Fehler zu machen. Wenn ein Polizist einen Fehler macht, steht es am nächsten Tag in der Zeitung. Dann sage ich besten Dank. Wissen Sie, in Gedanken bin ich schon oft umgebracht worden. Womit ich ausdrücken will, nur Schwachköpfe haben keine Feinde. Nur Schwachköpfe haben keine Feinde. Schau nicht so erschrocken. Das steht dir gar nicht. Howald Systeme, guten Tag. Ja, Susanne, was gibt's? Ich möchte gern mit dir allein sprechen. Was wollte die Kriminalpolizei von dir? Eine Warnung vor einem Mordanschlag. Aber zwing mich nicht, nochmal drüber nachzudenken. Ich habe zu tun. Ein Anruf für Sie, Herr Derek. Na, bravo. Ja. Ja, Derek. Was? Danke. Howald ist vor seinem Haus erschossen worden. Wenn Sie was Größeres, beziehungsweise wenn Sie an sind, möchten Sie versuchen, dass Sie einen Stahl kann man Scheiße geben. Susanne, Kriminalpolizei, Liebes, bist du imstande, mit ihnen zu sprechen? Oder soll ich sie wegschicken? Nein. 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 Guten Abend, Frau Howald. Es tut uns sehr leid. Mein Kollege und ich möchten Ihnen unser Beileid aussprechen. Haben wir heute Vormittag miteinander gesprochen? Ja. Ich habe mit Ihnen gesprochen, um Ihren Mann von diesem Anruf zu unterrichten, den wir kurz zuvor bekommen hatten. Ich habe ihn dann angerufen und ihn gefragt, um was es ging. Er sagte es mir dann. Eine Warnung vor einem Mordanschlag. Ja. Sie haben die Warnung dann weitergegeben. Ich frage Sie jetzt, wie denn? Wie haben Sie sie weitergegeben? Haben Sie ihm gesagt, dass er dies ernst nehmen muss? Haben Sie ihm keine Ratschläge gegeben für sein Verhalten? Sie kennen sich doch aus, nehme ich an. Sie müssen ihm doch gesagt haben, pass
Passen Sie auf, seien Sie vorsichtig. Haben Sie ihm das gesagt? Deutlich genug gesagt? Wir haben diesen Anruf weitergegeben. Mehr war nicht zu tun. Schon gut, Harry, danke. Ich glaube, Susanne, man kann den Herrn keinen Vorwurf machen. Ach, du hast recht, Mama. Entschuldigen Sie. Ich fühle mich wie jemand, der den Boden unter den Füßen verloren hat. Aber ja, das verstehe ich doch. Ich bitte Sie nochmals um Entschuldigung. Aber nicht doch. Ihr Mann ist vor seinem Haus erschossen worden, nicht wahr? Und Sie waren im Haus, nehme ich doch an. Ja, ich war im Hause. Aber ich hatte ihn gehört, seinen Wagen gehört. Und das Geräusch des Garagentores, wenn es sich öffnet. Dann habe ich den Schuss gehört. Den Schuss. Oh, den Schuss. Ich wusste zunächst nicht, um was es sich handelte. Ein entsetzliches Geräusch. Ich wusste nur, da ist etwas passiert. Ich riss die Garagentür auf. Konstantin? Er lag auf dem Boden. Ich sagte, was ist passiert? Was hast du? Er wollte aufstehen, aber er konnte nicht. Sag mal, er sah mich nur an. In meinen Armen ist er gestorben. Bei unseren Ermittlungen sind wir auf Widersprüche gestoßen. Ich müsste eigentlich mit Ihnen darüber sprechen. Also, Ihr Mann sitzt in seinem Wagen. Er öffnet das Garagentor mit einer Fernbedienung aus dem Wagen heraus, ja? Ja. Er muss deswegen ja nicht extra aussteigen. Nein. Nun ist er aber ausgestiegen vor dem offenen Garagentor. Der Wagen stand noch draußen. Er stieg aus und drehte sich zur Straßenseite und der Schuss traf ihn von vorne in die Brust. Also das würde ja doch bedeuten, dass ihn jemand angerufen hat. Hallo, Herr Howald, oder kann ich Sie mal sprechen, Herr Howald, oder bitte steigen Sie mal aus, Herr Howald. Ich verstehe das nicht. Wer sollte das tun und warum? Sag's hier, Harry. Der Täter wollte sich auf diese Weise vergewissern, ob er auch den Richtigen erschießt. Er musste es wissen, verstehen Sie? Was wollen Sie damit sagen? Sie meinen, der Mörder hatte meinen Mann gar nicht gekannt? Sie sagen, Sie haben Ihren Mann in Ihren Armen gehalten und er starb auch in Ihren Armen. Ja, haben Sie da gar nichts bemerkt? Vielleicht einen Menschen oder haben Sie einen Wagen gehört, der weggefahren ist? Ich habe überhaupt nichts bemerkt! Ja, gut. Das ist ja auch durchaus zu verstehen. Wohnen Sie hier im Haus? Nein, ich wohne nicht hier, aber ich bleibe natürlich heute Nacht hier. Ich lasse meine Tochter doch nicht allein. Haben Sie auch Angst um sie? Ja, solange wir die Hintergründe nicht kennen. Ihr Kleid. Das Blut Ihres Mannes. Das habe ich gar nicht bemerkt. Ich muss das Kleid ausziehen. Mama. Hilfst du mir? Also der Mord an Howald gestern, dann vor 3 Wochen der Mord an den Fotografen Schubert, dann vor 5 Wochen der Mord an den Barbesitzer, der Degenhardt-Fall, und dann war... Hallo? Ich ruf später an. Bitte rein. Dann war vor 6 Wochen der Mord an diesem Zuhälter, der Kupinski-Fall, und vor 8 Wochen, ja, es waren genau vor 8 Wochen, war der Mord an dem Rentner, der Luckner-Fall. Bei allen Morden wurde dasselbe Gewehr benutzt. Das haben die Ballistiker einwandfrei festgestellt. Also dieselbe Waffe, derselbe Täter. Nur eins ist bemerkenswert, keiner der 5 Fälle hat mit dem anderen auch nur das Allergeringste zu tun. Eric,
Diese Fälle müssen etwas gemeinsam haben. Den Mörder haben sie gemeinsam, sonst gar nichts. Läuft da ein Verrückter durch die Gegend, oder? Ich glaube vielmehr, dass der jemand durch die Gegend rennt, der seine Arbeit tut. Seine Arbeit tut? Für die er bezahlt wird. Herr Präsident, irgendwo hier in dieser Stadt, da muss es einen Platz, einen Ort, eine Stelle, vielleicht auch ein Büro geben, wo man Morde in Auftrag geben kann. Das ist ganz einfach, man mietet sich einen Mörder. Man sagt ihm, was er zu tun hat, man bezahlt ihn und dieser Mann geht seinen Geschäften nach. So wie wir alle hier unseren Geschäften nachgehen. Nur, dass sein Geschäft ein ganz besonderes ist, das es bisher wohl kaum gegeben hat. Jedenfalls nicht in der Größenordnung, nicht in der Qualität. Ja, vielleicht könnte man sogar sprechen von einem neuen Wirtschaftszweig. Eric. Entschuldigen Sie bitte, ich wollte nicht zynisch sein. Wissen Sie, was mein Wunsch ist? Mein ehrlicher und aufrichtiger Wunsch ist, dass ich mich irre. Sie sagen da was Entsetzliches, Derek. Ja, ich weiß das, weiß das. Ein Geschenk der Neuzeit. Es verändert sich die Gesellschaft. Der Respekt vor dem Leben. Respekt vor dem Leben? Das gibt's nicht mehr. Nee. Das ist ein Bewegungsrad, das löst sich auf. Jeder wird jedem immer gleichgültiger. Man kümmert sich nicht mehr um den anderen. Der Mensch reduziert sich doch zu einer Schachfigur, die man nach dem Lieben aus dem Felde schlagen kann. In was für einer Welt leben wir? Herr Präsident, jetzt mal ganz rational. Ohne Emotionen. Ganz cool. Wir leben in einer Welt, in der Manhattan-Schützen zu Helden macht. Und jetzt denken Sie auch an die hinter den Schreibtischen. Irgendwo in dieser Stadt. Eine Art Mordbüro. Wir wären natürlich weiter, wenn wir wüssten, wer die Frau war, die hier angerufen hat. Kein Problem, ich weiß es. Frau Howald war es. Frau Howald? Wir sprechen schon von der Frau, die hier angerufen hat und ihren Namen nicht nennen wollte. Ja, die meine ich. Also Frau Howald. Hi, erinnere dich mal, als wir sie trafen, die Erstvernehmung. Sie sagte, sie habe den Schuss gehört, dann sei sie rausgerannt, sie habe ihren Mann am Boden liegend vorgefunden, ihn angehoben und er sei in ihren Armen gestorben. Da hatte sie eine starke Erregung in der Stimme. Und an dieser Erregung habe ich sie wiedererkannt. Und diese Frau Howald sollte höchstpersönlich hier angerufen haben, damit wir ihren Mann warnen. Das hätte sie doch besser selber tun können. Ja, also dafür habe ich noch keine Erklärung. Was habt ihr unternommen? Tja, wir gehen die ganzen Mordfälle nochmal durch nach Personen, die Nutznießer dieser Morde sind, also irgendwelche Vorteile daraus ziehen können. Da fehlt natürlich auch dieser Fall Howald drunter. Das ist klar. Nein, ich habe mich ja auch erkundigt, weißt du. Ich habe mich geschäftlich erkundigt und privat erkundigt und ich muss sagen, das ist alles normal, das ist alles in Ordnung. Die Frau liebt ihren Mann leidenschaftlich und er hat seit vielen Jahren ein Verhältnis mit seiner Sekretärin. Alles in Ordnung, alles normal. Stefan, dieser Mann wurde von einem Serienmörder umgebracht, erschossen. Also anzunehmen, es handelt sich um einen bezahlten Mörder. Und du nimmst also tatsächlich an, dass diese Frau jemand beauftragt hat, ihren Mann umzubringen? Ja, das glaube ich. Guten Tag. Bitte. Danke. Ich werde meiner Tochter sagen, dass sie das nicht. Bitte nehmen Sie Rücksicht auf Ihren Zustand. Es ist äußerst sensibel. Kriminalpolizei. Mama, ich brauche keine Hilfe. Ist gut, mein Kind, wie du meinst. Wollen Sie etwas trinken? Trinken Sie etwas? Ja, ich trinke etwas. Haben Sie einen besonderen Wunsch? Nein. Dann lassen Sie mich nur machen. Er fiel mir aus den Armen auf den Boden. Der Verstand sagte, er ist tot, aber das Gefühl sagte gar nichts. Es war leblos. Naja, das ist nicht ungewöhnlich. Zuweilen meldet sich das Gefühl. Erst später. Sie haben recht. Mama, du willst dabei sein und du sollst dabei sein.
Erklären Sie, worüber wir sprechen. Ja, gut. Also wir sprechen darüber, dass der Tod eines anderen Menschen doch, zuweilen schwer zu begreifen ist. Mama sagt, was in der Nacht passiert. Ist das unbedingt gesagt worden? Mach keine Ausflüchte. Ich wache auf und schreie. Ich schreie das Haus zusammen. Alles in mir weiß dann, dass er tot ist. Und meine Mutter bringt mich dann wie ein Kind zu Bett. Sie wohnt nämlich jetzt hier, bis ich sage, sie soll gehen. Aber noch sage ich es nicht. Warum sind Sie gekommen? Wir wissen jetzt, wie Ihr Mann ermordet wurde. Er ist das fünfte Opfer eines Serienmörders. Was ist ein Serienmörder? Wir glauben, dass es hier in München jemanden gibt, der im Auftrag und für Geld Menschen ermordet. Und das treffe auf meinen Mann zu? Wir glauben, dass jemand einen bezahlten Mörder beauftragt hat, ihren Mann umzubringen. Das ist ja unglaublich. Nein, nein, nein. Das ist Unsinn. Wer sollte meinem Mann etwas tun? Er hatte Freunde, Feinde, aber mehr Freunde als Feinde. Er war ein großartiger Mensch, den jeder mochte, schätzte, verehrte. Ist das richtig, was ich sage, Mama? Warum sagst du nichts? Ich will nichts darüber hören, nichts, was gegen meinen Mann spricht. Haben Sie verstanden? Entschuldigen Sie bitte. Ja, ja. Stefan, sag mal, was hast denn du mit der Frau Hubert gemacht? Die ist schon dreimal hier angerufen. Was wollte sie denn? Ja, die sprechen. Wird sicher gleich noch mal anrufen. Das ist sie sicher. Büro Derek? Ja, einen Moment bitte. Ja, Frau Hubert. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Ich glaube, ich habe mich unmöglich verhalten. Sie einfach stehen lassen. Aber das ist nicht so wichtig, wirklich nicht. Das war ein kleiner Ausrutscher, was soll es, dafür habe ich Verständnis. Kann ich zu Ihnen kommen? Kommen Sie nur. Du hast dich umgezogen? Ja, warum nicht? Was ist Trauer? Muss ich mit einer schwarzen Fahne herumrennen? Es ist einfach so. Ach, ich fühle mich nicht wohl in Schwarz. Irgendwie brennt mir das auf der Haut. Du bist viel zu aufgeregt. Kann sein. Aber es ist kein unnatürlicher Zustand. Ich sagte Ihnen, dass ich komme. Aber ich habe große Bedenken. Ich stand vor Ihrer Tür und dachte, kehr um. Na gut, dass Sie es nicht getan haben. Das sind meine Kollegen, das ist Frau Howald, die Frau des Ermordeten, mit dessen Fall, gemeinsam mit den vier anderen Fällen, wir jetzt gerade ermitteln. Augenblick. Ach ja, Frau Howald, wir haben hier Tatortfotos zusammengelegt. Wir wollen den Standort des Mörders bestimmen. Wollen Sie sich die Fotos vielleicht einmal ansehen? Vielleicht können Sie etwas dazu sagen, oder ist es eine zu große Zumutung? Nein, nein, geben Sie sie mir. Bitte sehr. Das ist die andere Straßenseite von Ihrem Haus aus aufgenommen. Dort hat der Täter gestanden. Er rief Ihren Mann an, um ihn zu bewegen, aus dem Wagen auszusteigen, sich umzudrehen, und dann richtete er das Gewehr auf ihn. Er benutzte dazu ein Zielfernrohr, also so gesehen war der Mann für seinen Auftraggeber hundertprozentig zuverlässig. Das ist das Projektil, mit dem Ihr Mann getötet wurde. Die Sachverständigen haben zweifelsfrei festgestellt, dass dieses Projektil aus der Waffe des Serienmörders stammt. Vielleicht hätte ich doch vor Ihrer Tür umkehren sollen. Aber dann entschlossen Sie sich doch, mehr zu wissen, als Sie wissen, ne? Ja, das ist auch noch so. Bete ich zu Gott,
und frage mich, ob es ihn gibt. Ob es ihn gibt? Ja, und dann denke ich jedes Mal, wenn sich alle so benehmen, als ob es ihn gäbe, vielleicht gibt es ihn dann. Wenn es eng wird, dann kann man schon mal den lieben Gott ins Spiel bringen. Ich bringe ihn überhaupt ins Spiel. Nach all diesen Jahren, diesen verdammten Jahren hier, bei der Mordkommission, darf ich das nicht mich fragen, ihn fragen? Was ist los mit uns, dass wir gnadenlos morden? Morden, morden, morden und immer wieder morden. So nach dem Motto, der Mann gefällt Ihnen nicht, war es ja gar kein Problem. Weg mit ihm, wir erledigen das für Sie. Das ist dem Volk, das gefällt Ihnen nicht, das ist kein Problem. Wir erledigen das für Sie. Oh Gott, nein, Entschuldigung. Brauchst dich nicht zu entschuldigen. Diese Frau regt mich auf, ich kann nichts dafür, sie regt mich auf. Sie geht am Rande irgendeines Wahnsinns spazieren. Vielleicht so wie wir alle. Vielleicht, ja. Ich werde diese Frau jetzt nicht mehr in Ruhe lassen. Das ist wieder der Kriminalbeamte. Was will der Mann von mir? Hat er gesagt, weswegen er hier ist? Nein, das hat er nicht gesagt. Schick ihn weg. Ich habe ihn nicht gebeten, hier zu kommen. Er soll hereinkommen. Ich könnte ihm sagen, dass du dich schon hingelegt hast. Warum denn lügen? Es ist so, Mama. Ich habe den Mann aufgesucht, mit ihm geredet. Ich denke über ihn nach. Was tut er? Denkt er über mich nach? Wenn er es tut, dann soll er mir sagen, warum. Ich hole ihn herein. Entschuldigen Sie, dass meine Mutter Sie nicht hereingebeten hat. Guten Abend. Guten Abend. Bitte. Danke sehr. Ich muss mich entschuldigen. Ich weiß, dass ich störe. Aber Sie stören überhaupt nicht. Sie werden nichts ohne Grund tun. Manchmal tue ich auch etwas ohne Grund. Ja, ich korrigiere mich, also ohne den Grund genau zu kennen. Ja. Sie beschäftigen sich mit mir. Ja, ich beschäftige mich mit Ihnen. Haben Sie schon gegessen? Sie wollen mit mir essen? Ja, hätten Sie etwas dagegen? Mama, ich gehe noch aus. Einen kleinen Moment, bitte. Tja. Du solltest zu Hause bleiben. Ich sollte. Was ist das? Ich sollte. Dieser Mann ist nicht gut für dich. Welcher Mann ist das schon? Dieser so wenig wie der andere. Ja, ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ich danke Sie. Ich habe in meinem Büro gesprochen. Arbeiten Sie auch nachts? Ja, ein Mord ist ein Kapitalverbrechen und das kann eben keine Dienststunden, wissen Sie. Der Fall, den ich bearbeite, der beschäftigt mich auch Tag und Nacht. Also auch jetzt? Auch jetzt? da lag es sehr gut. Wer wünscht Ihrem Mann den Tod? Das ist für mich die zentrale Frage. Die ich Ihnen beantworten soll. Sie würden mir ja schon helfen, wenn Sie mir sagen, wer war Ihr Mann? Haben Sie den Wein schon probiert? Nein, ich habe ihn noch nicht probiert. Dann sollten wir das aber tun. Ja. Sie fragen mich, wie mein Mann war. Was wollen Sie wissen? Welche Qualitäten er hatte? Er war ein guter Kaufmann. Das Geschäft war sein Ein und Alles. War
Dein Mann war großartig. Und er war schrecklich. Sind Sie mit mir zum Abendessen gegangen, um das zu hören? Mein Mann war zuweilen verabscheuungswürdig. Und ich hatte große Mühe, ihn zu lieben, was ich dennoch getan habe. Und ich stelle etwas fest. Im Tod vergeht die Liebe nicht. Und nicht der Abscheu. Wenn Sie bei mir Probleme suchen, das ist meins. Das ist mein Problem. Lassen Sie uns weggehen. Ich habe nicht den geringsten Hunger. Ich werde Ihnen einen Mörder zeigen. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass Ihr Mann das fünfte Opfer eines Serienmörders ist. Und alle fünf Fälle hängen in irgendeiner Weise zusammen. Ich dachte, das würde Sie interessieren. Welchen Mörder wollen Sie mir zeigen? Welchen? Welchen? Den Mörder eines Barbesitzers. Der Tote heißt Degenhardt. Und der Mann, den ich Ihnen zeigen will, das ist sein Kompagnon. Der heißt Schöbel. Natürlich kann ich ihm die Tat nicht nachweisen, ist klar. Warum wollen Sie, dass ich mir den Mann ansehe? Weil der Mann ganz genau weiß, wie man sich einen Mörder bestellt. Genauso wie es derjenige gewusst hat, der den Mord an Ihrem Mann in Auftrag gegeben hat. The last dance. The last dance, such is life. The last dance for me. Mach die Orgel aus! Guten Abend. Ah ja, das ist der Mann, den ich meine. Kommen Sie. Hallo, Herr Oberinspektor. Da geben Sie mir mal wieder die Ehre. Ob das eine Ehre ist, das wage ich zu bezweifeln. Da habe ich Vorstellung, Frau Hohwald. Ihr Mann ist auf die gleiche Weise umgekommen wie Ihr Kompagnon. Gewehr, Zielfernrohr, feige, hinterhältig. So aus dem Dunkel heraus. Ihr Mann? Der Name ist Hohwald? Das habe ich doch gesagt, nicht? Ja, ich habe davon in der Zeitung gelesen. Vor seiner Garage, ist das richtig? Frau Hohwald, dieser Gentleman fragt Sie etwas. Ja, das ist richtig. Ah, dann gehst du jetzt wieder los. Da gibt es auf einmal die wildesten Vermutungen. Und was ist jetzt? Darf ich Ihnen einen Tisch anbieten? Ich möchte etwas trinken, hier. Was hier getrunken wird, geht auf meine Rechnung. Gäste des Hauses. Das meinen Sie ernst? Gehen Sie. Hauen Sie ab. Ja, ja. Einen doppelten Wodka mit Eis und ohne Wasser, bitte. Was ist das für ein Lokal hier? Tja, na ja, sehen Sie ja nicht. Ich sehe da ein Klavier stehen. Klavier? Ab und zu kommt mal ein Klavierspieler, der spielt auf Zuruf der Leute das, was die gerne hören wollen. Entschuldigen Sie mich für... Natürlich. Die Waschräume. Links. Ja,
sind Sie? Im Marschraum. Hat es überhaupt Sinn, dass du sie hierher gebracht hast? Ich weiß es nicht, wirklich nicht. Entschuldigung, ich darf doch mal fragen, was du für ein Konzept hast, oder? Was ich für ein Konzept habe, ja, ja. Die Dame ist verantwortlich für einen Mord. Ich werde ihr klar machen, was Mord ist. Verstehst du? Mhm. Jetzt zeige ich dir mal, wie ich das sehe. Da schwingt eine ganze Menge Sympathie mit für die Dame. Oh, Sympathie, ja. Ja, ich hab sie gern. So in etwa. Ich kenne ja bereits meinen Kollegen, sehen Sie, der ist auch nachts dienstlich unterwegs. Er hat Neuigkeiten, sehr wichtige. Aber Ihr Wodka wartet. Können Sie mir nicht sagen, worauf wir hier warten? Wir kriegen Bescheid. Ja, es wird uns jemand anrufen und der wird uns dann sagen, wo wir ihn treffen können. Soll Frau Hubert noch mehr erfahren? Sie wird schon erfahren, worum es geht. Ja, Derek. Danke, verstanden. Kommen Sie bitte mit. Wer ist die Frau? Keine Sorge. Das ist gegen die Vorschrift. Das weiß ich. Ich bürge für Sie. Sie wissen, was Sie tun? Ja, ziemlich genau. Ziemlich ist zu wenig. Verlassen Sie sich auf mich. Schießen Sie los. Ich habe gehört, wie die Sache funktioniert. Also, wie sie im Großen und Ganzen funktioniert. Es gibt ein Lokal. Hier in der Stadt, wahrscheinlich in Schwabing. Ein Lokal, da geht man zum Wirt und sagt, kann ich den Schlüssel haben? Oder für mich ist ein Schlüssel abgegeben worden. Das ist alles. Mehr wird nicht gesagt. Und der Wirt ist auch nicht scharf darauf, mehr zu hören. Nur, kann ich den Schlüssel haben? Und wer so fragt, der bekommt einen Schlüssel. Das ist ein Schließfachschlüssel. Man nimmt den Schlüssel, öffnet das Schließfach, legt ein Geldpaket hinein und einen Namen mit Adresse. Das ist alles. Der Preis steht im Moment auf 10.000 Mark. Ein neues Kapitel in der Kriminalgeschichte hat begonnen. Eine Fortsetzung von Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Kann ich den Schlüssel haben? Wo? Wo frage ich danach? Ja, das konnte ich nicht erfahren. Ich muss vorsichtig sein. Derek, ich möchte mir nicht die Finger verbrennen. Das verstehe ich. Danke Ihnen. Ja, dann wissen wir es ja, nicht? Ein Lokal, ein Wirt, man geht zu ihm hin und sagt, kann ich den Schlüssel haben? Oder man fragt, ist dein Schlüssel für mich abgegeben worden? Mhm. Na gut. Harry, nimmst du dir bitte ein Taxi? Ich bringe Frau Hubert nach Hause. Irgendwo hier in dieser verdammten Stadt.
schauen Sie ruhig aus. Da vorne oder da hinten, vielleicht an der nächsten Ecke, ja. Da gibt es eine Kneipe, da geht man hinein, fragt etwas, bestellt etwas. Und dann bekommt man einen Schlüssel, man bekommt über den Tresen hinweg gereicht, was man bestellt hat, den Tod an einem anderen Menschen. Wissen Sie, Mord als Todesursache werde ich niemals akzeptieren, das schwöre ich Ihnen, niemals. Obwohl in der ganzen Welt die Neigung dazu besteht, Mord für etwas ganz Gewöhnliches, für etwas Normales zu halten. Ich nicht, ich schwöre es Ihnen. Mord an einem Menschen, das ist... Das passiert mir selten. Nee. Ich verliere seit mir halt immer mal. Jetzt ist es halt passiert, was soll ich machen? Höre ich was von Ihnen? Steigen Sie aus, nehmen Sie ein Taxi. Wenn Sie wollen. Steigen Sie aus! Ja? Ich wollte nur wissen, ob Sie gut nach Hause gekommen sind. Danke, besten Dank. Da ist nämlich noch etwas. Ich möchte Sie bitten, über das zu schweigen, was Sie da erfahren haben. Wissen Sie, unser Mitarbeiter, der ist in Gefahr und... Nein, er ist sogar in Lebensgefahr und... Haben Sie das verstanden? Ja, ich habe verstanden, Herr Derrick. Gute Nacht, Herr Derrick. Du da hingekommen. Noch dazu mit einem Kriminalbeamten. Frau Vogt ist völlig außer sich. Sie will wissen, was passiert ist. Und ich will es auch wissen. Um Gottes Willen, Kind! Du darfst dir jetzt keinen Fehler erlauben. Vielleicht hilft es dir, wenn du dich erinnerst. Dein Mann hat dich betrogen. Es hat fürchterliche Szenen zwischen euch gegeben. Er hat dich gequält, beschimpft, erniedrigt. Du bist fast zerbrochen an deiner Liebe zu einem Mann, der seine Geliebte mit ins Haus gebracht hat. Hierher. Zu dir hat er gesagt, sie ist hier und heute Nacht bleibt sie hier. Und du gehst runter und schläfst auf der Couch. Und morgen früh machst du uns das Frühstück. Hier. Oh, das sehen Sie ja. Ich sehe da ein Klavier stehen. Klavier? Ja. Ab und zu gibt es hier einen Klavierspieler, der spielt auf Zuruf der Leute das, was die gerne hören möchten. Entschuldigen Sie mich für... Gerne, ne? Harry. Die Akte Degenhardt. Wir haben doch alle Angestellten der Bar vernommen, auch den Klavierspieler, nicht? Ja, das ist ein gewisser Vogt, vorbestraft wegen Betrugs, 4 Jahre Gefängnis und verheiratet mit der Garderobenfrau. Wieso ist da irgendetwas von Bedeutung? Vogt-Chaser, gut. Steht Pianist hier. Naja. Kirstin Vogt. Gibt's da keine Lebensläufe? Nächste Seite. Ah, ja.
Vogt verheiratet, ohne Kinder. Seine Frau, die war Köchin, die war Hausgehilfin. Die war dann Haushälterin, gute Zeugnisse, was ja nichts Besonderes ist. Einige Jahre war sie Haushälterin bei Frau Labö und, naja, Labö? Wieso, was ist denn das? Frau Labö ist die Mutter von Frau Howald. Du weißt ja, was das heißt. Die Mutter von Frau Howald, Frau Labö, die ist in den Mordfall Howald involviert. Susanne! Wo gehst du hin? Ein paar Besorgungen machen. Was für Besorgungen? Das kann ich doch für dich tun. Das ist nicht nötig. Wir müssen über Kirsten Vogt sprechen. Auch das ist nicht nötig. Weißt du, dass du mich langsam wahnsinnig machst? Ich weiß es, Mama. Du solltest übrigens wieder zu dir nach Hause gehen. Das willst du. Weil ich dich nicht mehr brauche. Mark, bar? Ja, bar. Du bist noch da? Ich will wissen, was mit dir los ist. Nichts ist los mit mir. Ich hatte dich gebeten, das Haus zu verlassen. Du hast deinen Koffer schon gepackt. Nein, ich habe meinen Koffer noch nicht gepackt. Wirst du mich eigentlich hinaus? Nein, ich werfe dich nicht hinaus. Von mir aus bleib hier. Da ist er. Sie wissen, dass Sie leichtsinnig sind. Ganz kurz. Der Mann heißt Vogt, ist Pianist in der Degenhardbar. Seine Frau hat die Garderobe. Im Papierkorb von rechts, da liegt eine Zeitung. Hier ist Derek. Sie haben mich angerufen. Ja.
Ich wollte mit Ihnen essen gehen. Danke, ja. Entschuldigen Sie bitte. Bitte. Danke. Ich bin jetzt allein. Was? Ich habe meine Mutter nach Hause geschickt. Manchmal kann ein Mensch nicht mehr ertragen, wenn man dann etwas Gutes tut. Das verstehe ich. Das ist einer der Gründe, warum ich allein lebe. Ich jedenfalls freue mich, dass ich nun wieder mein eigener Herr bin und mir nicht die Sorgen anderer Leute anhören muss. Sie verstehen das richtig. Das ist eine Warnung. Ich möchte auch von Ihren Problemen nichts hören. Einverstanden. Einverstanden. Der Wein gestern hat mir gefallen. Wissen Sie noch, was für eine es war? Ja, komm. Chardonnay. Chardonnay. Ach, ich hatte ganz plötzlich den Wunsch, mit Ihnen essen zu gehen. Und dass es nun so ist, freut mich. Essen, ja, ja. Ach, das ist eine völlig veränderte Person. Das ist, ja, wir hatten fast zwei wahnsinnig vergnügte Stunden hatten wir. Wir haben gelacht, wir haben gegessen, wir haben getrunken. Da war kein Mord, der da irgendeine Rolle gespielt hätte. Nein, nein, sie ist eine hinreißende Person, ist sie. Und keine Erklärung dafür, oder? Nein, keine. Ja, das war super. Für mich ist ein Schlüssel abgegeben worden. Schlaf, mein Kind, die Welt ist krank. Schlaf, mein Kind, und sei nicht bang. Alles führt zum draußen im Wagen. Schließe beide Augen.
Das war ein Volltreffer, Derek. Der Pianist hat ein zweites Zuhause, ein kleines Lokal in Schwabing. Mhm. Nachtfalter. Aha. Okay, ich habe den dringenden Wunsch, mich in Luft aufzulösen. Baby, träum mit mir noch einen Traum. Draußen fällt im Sturm der Baum. Schließe beide Äuglein zu. Was sind wir alle vor? Miau, miau, miau. Es brennt so lichterloh, lichterloh, lichterloh. Pierre, du musst gehen. Schlüssel haben? Für heute ist er weg. Er ist abgeholt worden. Oh. Für heute ist er abgeholt worden, ja? Ja. Eine Frau hat ihn abgeholt. Einsatz aller verfügbaren Wagen. Die Absperrung muss lückenlos sein. In Ordnung, wird gemacht. Aktion läuft an, wie besprochen. Alle Einsatzfahrzeuge bereit machen. Es brennt so lichterloh, lichterloh, lichterloh. Zielscheibe hat sich ihren eigenen Tod bestellt. Das ist aber nichts wie raus. Nein, warte, es ist ja viel zu spät. Wir lernen nur machen. Gehen Sie auf gar keinen Fall wieder ans Fenster. Haben Sie gehört? Haben Sie mich verstanden? Zu spät. Ist schon